Überzeugung ist der Höhepunkt, das Schönste, was es geben kann, der Beginn. Der Anfang von Anfang an, die Geburt ist das, was daraus entsteht. Die Evolution, zuvor auf die Reise geht. Überzeugung ist der Trieb, der in uns steckt, das Zwischenmenschliche in uns weckt. Der Zeiger, ich möchte Leben wecken, die Glieder in meine Ergänzung strecken. Ich bin fresh, nur so komm ich an mein Ziel. Was um mich herum passiert, wird mir nicht zu viel. Ich möchte streben, wie der Keim von dich schreckt. Über Grenzen hinaus wird neue Welt entdeckt. Dringe ein. In ein anderes Sein. Geboren werden in das ist das große Geschenk einer Frau, die Kraft des Lebens in sich spürt. Ganz genau, geboren sein, sagt dir, du warst geschützt. Die Mutter hat dir als schonender Raum genützt. Das Gebären von ihr war auch eines von dir. Das Lösen voneinander ab, dir neuen Atem gab, geborenes Geben in das kleine Kind hinein. Das Wachsen und das Lernen scheinen endlos zu sein.
wieder jung. Im Ursprung ist keine Verzweiflung. Im Ursprung ist keine Verzweiflung. Im Ursprung ist Vereinigung. Zeugung oder Geburt, die Frage ist absurd. Kann man denn beides nicht voneinander trennen? Und könnt ihr beides nicht auch den Ursprung nennen? Zuerst ist die Henne da oder das Ei, so wunderbar. Lebensinhalt steckt in dem Willen, den Traum der Liebe zu erfüllen. Denn nicht nur die Liebe gibt die Freiheit zu werden. In aller Zweiheit aus dem zu zweit sein erwächst das Freisein. Ja, aus dem zu zweit sein erwächst das Freisein.